Guten Morgen, wir sind jetzt an, glaube ich, Tag 7 unserer Tour. Wir starten jetzt hier von Egesin. Es wurde für heute Nacht eine Unwetterwarnung angesagt, deswegen dachten wir, dass wir vielleicht nicht allzu weit fahren, vielleicht nur bis nach Anklam, also es sind nur so etwa 40 Kilometer, eventuell weiter, das schauen wir dann aber, wenn wir in Anklam sind, mal nach. Also wir werden uns dann eine feste Pension suchen, wir haben da schon ein bisschen Angst vor dem Gewitter, am besten soll es sogar gehagelt haben, bei uns soll der Hagel zum Glück wegfallen, wir haben trotzdem allerdings ein bisschen Angst mit dem Gewitter. Hannes hatte ja auch neulich eine sehr unschöne Erfahrung da und da suchen wir uns die nach was Festes. Und wir wollten deswegen auch nicht ganz so weit eigentlich nach Usedom rein, weil es dann auch ein bisschen teurer wird und wahrscheinlich auch schwieriger Plätze zu finden. Deswegen gucken wir, schauen wir mal, fahren wir erstmal bis Anklam und gucken dann weiter. Soeben erreichen wir Ueckermünde und damit das erste Seebad offiziell auf unserer Radtour. Und wir werden auch bald jetzt das Stettiner Haff dann wirklich sehen, also quasi schon das Meer, wenn man so will, beziehungsweise zumindest in Bonn. Aber erstmal müssen wir uns hier noch ein bisschen durchs Gewerbegebiet kämpfen. Seit Ueckermünde haben wir immer mal wieder jetzt Waldwege zu fahren, meistens relativ gut fahrbar, manchmal aber auch schon recht sandig. Es ist heute eine recht schöne Abwechslung, weil es heute auch ziemlich sonnig ist und wir so mal angenehm hier im Schatten fahren können. Wobei das nicht so gut für den Solarstrom für Sabines Handy ist, aber naja, mal schauen, ob wir da heute noch Gelegenheit haben. Ja, also wie gesagt, viel unbefestigter Weg heute. Wer also mit Rennrädern oder so unterwegs ist, wird hier vielleicht nicht ganz glücklich. Aber mit den Tourenrädern ist es recht gut fahrbar. Es ist jetzt auch trocken seit den letzten 2-3 Tagen geblieben. Also ist jetzt nicht aufgeweicht oder so. Hier in Bugewitz gibt es mal wieder eine kleine Pause für ein Eis. Für hier so ein kleines Hofcafé. So,
So, das war gerade sehr nett an dieser Radlerraststätte. Wir sind auch nochmal mit anderen Radfahrern ins Gespräch gekommen, die uns eine Pension für heute Nacht schon empfohlen haben. Denn heute Nacht werden wir wahrscheinlich uns eine feste Unterkunft suchen, da Gewitter angesagt sind. Und das ist nach so vielen Nächten im Zelt ja dann auch mal ganz angenehm zur Abwechslung. Ja, und gerade fahren wir hier an so einem, ja, wie sagt man, Feuchtgebiet lang, so einem, ja, mit Seen und abgestorbenen Bäumen. Und hier gibt es jede Menge Zugvögel und auch Kraniche zu sehen zurzeit. Ja, also sehr interessant hier auch für ja, Leute, die sich da auskennen. Wir jetzt weniger, aber wurde uns eben auch gerade empfohlen von den anderen Radfahrern. Der eine ist hier scheinbar extra deswegen hergefahren. Naja, sehr interessant. Ja, wäre jetzt gerade ein Abzweig gewesen, wo man zur Personenfähre hätte fahren können. Das hätte einem ungefähr 30 Kilometer Weg durch Anklam erspart. Aber da das Wetter ja eigentlich recht schön ist und wir heute auch nicht ganz so viele Kilometer wieder vorhaben, trauen wir uns das schon noch zu, das auch aus eigener Kraft zu schaffen. Deshalb fahren wir jetzt erstmal hier weiter an der Fähre vorbei. Ja, wir haben gerade wahrscheinlich von diesem Aussichtsturm sogar einen Fischotter gesehen, also echt spektakuläre Aussichten hier in diesem Naturschutzgebiet. Richtig klasse. Auch richtig schön zu fahren heute, zudem wir auch voll Rückenwind haben die ganze Zeit. Also heute läuft's. Eine der schönsten Etappen auch landschaftlich gesehen. Also wahrscheinlich landschaftlich gesehen bisher die schönste Etappe, kann man so sagen. Muss man so sagen. Ganz, ganz toll. So, wir erreichen jetzt Anklam nach etwas holperiger Fahrt über Betonplatten. Und hier werden wir jetzt, denke ich mal, noch eine größere Pause einlegen und ja, wahrscheinlich auch Mittagessen, vielleicht noch mal ein bisschen was in der Stadt anschauen und vor allem auch mal recherchieren, wo wir dann heute Abend übernachten. So, weiter geht es für uns Richtung Usedom. Die Kirche gerade war auch gar keine richtige Kirche, sondern ist erst seit ein paar Jahren wieder saniert und mit Dach versehen. Die war lange Zeit kriegsgeschädigt. Und ja, wir haben da jetzt mal kurz reingeschaut. Da sind jetzt so Fluggeräte von Otto Lilienthal ausgestellt und eine Bühne drin. Also es ist jetzt eher so ein Kulturzentrum. So, wir müssen mal schauen, wie wir jetzt hier über den Fluss kommen, über die Peene.
vor uns vielleicht gerade noch am Horizont gesehen hat. Wir haben die Insel Usedom erreicht. Wir sind bei Zecherin über die Autobrücke gefahren und sind jetzt also noch nicht ganz am Ziel unserer Tour, aber zumindest schon mal in einem wesentlichen Etappenziel angelangt. Ja, leider gibt es dann ein paar, also nicht ganz so viele Aufnahmen von der Fahrt auf der Insel jetzt, weil mein Kameraakku dann alle war. Und die leeren Akkus und aber auch der Wetterbericht, der für heute Nacht Regen und vielleicht sogar Gewitter verspricht, sind der Grund, warum wir uns heute nicht für einen Zeltplatz, sondern für ein Zimmer entschieden haben. Wir hatten jetzt ziemliches Glück hier, dass wir gleich im zweiten Ort, glaube ich, auf der Insel, in Karnin sind wir hier jetzt, an einem Vorgarten einfach gerade ein Schild gesehen haben, Zimmervermietung. Und es war gerade jemand im Garten, haben kurz gefragt und das hat sofort geklappt, ist auch relativ günstig. Ich glaube, das ist hier das Haus am Haff, heißt es, eben in Karnin in der Nähe vom Hafen. 60 Euro für die Nacht fürs Doppelzimmer. Wunderschön, wir haben ja auch eigentlich gar keine Ansprüche, die werden hier übererfüllt. Sind wir sehr zufrieden mit. Ja, wir werden jetzt hier gleich nochmal einen kleinen Spaziergang auch durch den Ort unternehmen und uns ein bisschen noch hier den Hafen und den Ort anschauen und dann den Abend hier entspannt ausklingen lassen. Hier am Hafen von Karnin sieht man jetzt nochmal aus der nächsten Nähe diese Reste der ehemaligen Eisenbahnhubbrücke, die heute schon immer mal aus der Ferne im Video zu sehen war. Hier würde nämlich in Karnin auch die Fähre ankommen, bei der wir heute schon mal gesagt haben, dass wir sie nicht nehmen wollen. Also da hätten wir heute den halben Tag quasi abkürzen können. Haben wir uns aber gespart. Ja, und die Brücke wurde dann im Krieg zerstört, soweit ich weiß. Aber der Mittelteil, also dieser Hubteil, der für die Schiffe dann eben angehoben werden konnte, der steht noch als technisches Denkmal hier. Wir haben uns jetzt durch die Gemeinschaftsküche in unserem gebuchten Ferienzimmer unser Abendbrot gemacht. Mit jetzt halt wieder Töpfen anstatt Rangia. Und zwar gibt es hier Reis mit so einem Puz-Tazo-Topf, was aus einer Konserve ist. Wir wollten eigentlich Königsberger Klopse, aber das gab es halt nicht. Und ich meine, das sind auch Fleischbällchen, ist wahrscheinlich ein bisschen schärfer, aber wird auch schmecken. Und ich habe mir zusätzlich noch dazu jetzt vom Fernzimmer war es im Angebot Weißwein mir mit eingeschenkt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken.